Hallo Leute und willkommen hier bei Mi Upper Cat. Heute will ich euch eine smarte Körperfettwaage vorstellen mit App-Anbindung. Und zwar ja das kleine kompakte Teilchen hier. Das ist die Renpo Körperfettwaage mit zugehöriger App. Und ja, die bietet eine ganze Menge und das auf einer sehr, sehr kompakten Bauform. Also das Ding ist klein. Deswegen habe ich extra schon hier ja, meine bisherige Körperfettwaage hier von Utena zugestellt. Und wenn ich da mal die Renpo draufstelle, seht ihr, dass das ein echt kompaktes, kleines Gerätchen ist. Und ja, das sieht auch sehr schön aus. Ich mache mal hier die große Waage etwas zur Seite. Und ja, das sieht sehr schön aus, auch mit dem weißen Design. Die gibt es aber auch in schwarz, aber ich würde hier weiß bevorzugen. Da sieht man den Schmutz sehr viel weniger drauf, den Staub, der da so drauf landet und sowas. Und die ist leicht, die ist sehr, sehr schlank. Ihr seht, das ist natürlich hier eine Glasfläche mit unten drunter dann ein paar Standfüßen. Hier haben wir noch ein Fach, wo dann die Batterien reinkommen, solche AAA-Batterien, drei Stück davon. Und dann hat die erstmal eine ganze Weile genug Saft, gute Gummistandfüße, ja. Schönes Ding, hat mir so optisch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut gefallen, direkt auf Anhieb. Wobei ich muss sagen, ich habe Schuhgröße 46 und da wird der Platz hier drauf schon ein klein bisschen eng. Es geht aber. Also bis 45 oder 44 steht man hier sehr bequem. Bei 46 müsst ihr schon ein bisschen genau zielen, sonst habt ihr hier Überhang mit den Füßen. Aber alles gar kein Problem. Wir haben auch hier wieder die Metallplatten, wo dann der schwache Strom durch den Körper geleitet wird, woraus sich dann die ganzen Messwerte ergeben. Und eine coole Anzeige, schön hier unter dem Glas versteckt. Wenn ich die Waage mal aktiviere, dann könnt ihr das sehen. Das ist also eine digitale Anzeige in Rot, die dort unter dem Milchglas sitzt und dann ja die Werte anzeigt. Die funktioniert natürlich auch ohne App und ja, mit App ist aber doch viel, viel interessanter. Und ich würde sagen, ich zeige euch mal, was die App so zu bieten hat. So sieht sie aus, die Renpo App. Und das ist eine schöne App, doch muss ich sagen, sie gefällt mir gut und vor allem, hier werden auch Daten ausgetauscht mit Apple Health, mit Google Fit, mit Samsung Health, mit Fitbit, also ihr könnt die Daten, die hier die Waage ermittelt, mit vielen verschiedenen Plattformen teilen, abspeichern und somit auch über ein breites Spektrum her nutzen und die misst eine ganze Menge. 13 Messwerte werden hier insgesamt ermittelt, wenn man sich auf die Waage draufstellt. Einmal natürlich ganz klar das Gewicht und schauen wir mal drüber, was haben wir noch so? Wir haben den BMI. Körperfett, fettfreies Körpergewicht, subkutanes Fett, das ist glaube ich das untermuskuläre Fett, wenn ich mich nicht täusche, aber ich bin da echt kein Experte. Dann Viszeralfett, Körperwasser, Skelettmuskel, die Muskelmasse, Knochenmasse, Protein, den Grundumsatz und das biologische Alter wird einem auch noch angezeigt. Und immer gut, wenn das niedriger ist wie das echte Alter. Und ihr seht schon, wenn ich hier drauf tippe, dann bekommt man auch jeweils hier noch eine Skala angezeigt, ob man dort im Normalbereich liegt oder ob man dort ja etwas über- oder unterdurchschnittlich liegt. Dann kann man also sehr genau gucken, ob hier alles im grünen Bereich ist. Finde ich echt gut. So hat man das sehr schnell auf den ersten Blick. Denn wer weiß schon, hier, wenn ich jetzt hier sehe, 66,47 Kilogramm Muskelmasse. Boah, ist das jetzt viel? Ist das wenig? Keine Ahnung. Gucke ich mal drauf, sage ich, ja, passt. Ist auf jeden Fall nicht zu wenig. Also ich finde das echt gut. Aber die Frage war ja auch für mich, ja, wie gut sind denn jetzt hier die eigentlichen Messwerte, die ermittelt werden? Oder wie genau sind die? Ich habe natürlich kein Profi-Equipment hier, aber ich habe es mit meiner Uten-Körperfettwaage mal verglichen, das Ganze. Das heißt, immer wenn ich mich hier gewogen habe, dann habe ich das zweimal getan. Einmal auf der Uten und dann einmal auf der Renpo und habe mir hier Screenshots von gemacht und habe dann hier das Ganze auch verglichen und habe geschaut, jo, was zeigt die denn hier so an, die Uten im Vergleich zur Renpo. Und ich hatte natürlich hier Differenzen gehabt, ganz klar. Einmal eine leichte Differenz immer beim Körpergewicht. Bei allen Messwerten gab es da Abweichungen, aber die waren jetzt nicht unglaublich groß, dass ich jetzt sagen könnte, Mensch, die eine, die ist aber sehr genau und die andere, die weicht so stark ab, da stimmt irgendwas nicht. Also ich würde mal sagen, das sind Messdifferenzen, funktionieren beide gut. Ist natürlich nie hundertprozentig, da hat man immer Variationen drin. Aber so von der Anwendung her, fand ich, ist das hier eine feine Sache. Man kann auch unendlich viele Benutzer anlegen, also das kann hier nicht nur einer benutzen, sondern die ganze Familie kann das nutzen. Ihr habt dann verschiedene Profile, ihr könnt dann eure App benutzen. Das Ganze funktioniert über Bluetooth, verbindet sich echt ganz problemlos. Einfach nur App öffnen, draufstellen, fertig und dann gibt es diesen tollen Ton hier. Wenn die Messung fertig ist, also die klingt ein bisschen komisch, finde ich, die könnte man schöner gestalten. Aber egal, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Ansonsten fand ich das hier sehr benutzerfreundlich und hat mir gut gefallen. Man kann sich auch hier diese Diagramme anschauen in dem Verlauf,
Woche, Monat und Jahr und das alles hier auch für die verschiedenen Messwerte. Da kann man also schön im Auge behalten, ja, wie hat sich das denn hier bei mir alles so entwickelt, bei dem und bei dem und bei dem Wert, und ist doch eine feine Sache. Also finde ich echt gut, wenn man drauf Wert legt, alles mal ein bisschen mehr im Blick zu behalten, finde ich, sind diese smarten Körperfettwagen hier eine super Sache. Habe ich bei der Renpo-Waage schon gesagt und kann ich jetzt auch hier nur so sagen. Also eine gute Sache, nee, bei der Uten habe ich gemeint, bei der Renpo kann ich das aber ganz genauso sagen. Echt schön und vor allem das Design, das finde ich hier also echt schön gelöst. Also richtig nett, gefällt mir echt, echt gut, die Renpo-Waage. Kostet um die 30 Euro, gibt es auch in Schwarz. Ich kann sie euch empfehlen. Ich hatte da keine Probleme mit der App, keine Probleme mit der Waage, hat alles bestens funktioniert. Ich bekomme ausführliche Messwerte angezeigt. Also für mich reicht das völlig aus, um zu sagen, jupp, zwei Daumen hoch, Kaufempfehlung, Freunde. Der Link ist wie immer hier in meiner Videobeschreibung. Und ich sage dann vielen Dank fürs Zusehen. Das war's schon. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.